Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal dahin zu gehen. Ja, machst du trotzdem. Ja, dann, soll ich das jetzt machen, oder was? Ja. Mein Gott, bist du. Kannst ja bei Gelegenheit mal gucken, wie, was für Anforderungen die Axt hat, die wir gerade bekommen haben. Das sind halt die Stellen, an denen ich Dark Souls bzw. Demon's Souls dann aufhöre. Ja, aber das ist dumm. Nee, das ist Respekt für meine Zeit und sowas. Das ist dumm. Du testest das Videospiel für dein Leben den ganzen Tag. Du hast keins. Und deswegen hat er keine Zeit. Wir haben alle keinen Respekt für unsere Zeit. Von dem her, was doch, wir doch. Vom Job zu erzählen. Es gibt da einen ganz großen Unterschied bei Videospielen. Skyrim zum Beispiel ist so ein Spiel. Hat auch keinen Respekt für meine Zeit. Du warst voll dran vorbei gerade. Da. Ja, das ist ja nur 50. Ja. Jesus. Und dann ist es auch noch so eine dumme Dragon-Waffe, die du nicht gut upgraden kannst. Was heißt das? Ist das eine Art Waffe oder was? Naja, es gibt diese Waffen, die haben Dragon im Namen, die haben sehr gute Statuswerte am Anfang, aber die skalieren extrem schlecht. Ach so. Und sind dann halt im Endgame einfach nicht mehr so gut. Unter anderem auch das legendäre Drake Sword, von dem uns auch ungefähr 50.000 Leute in die Comment-Sektion geschrieben haben, dass wir es uns holen sollen, weil es für einen Anfang sehr, sehr gut Statuswerte hat. Ist das, was du von der Brücke so abschießen kannst? Ja, genau. Ja, okay. Das ist das, wo du dem roten Drachen da auf der Brücke den Schwanz abschießt. Super Statuswerte am Anfang, aber also die Statuswerte sind so gut, die tragen dich durch die erste Hälfte des Spiels, aber es lohnt sich echt nicht, die abzugraden. Sind sauteuer abzugraden und skalieren einfach nicht sehr gut. Yo. Kurz. Okay. Also ich bin am Controller, liebe Leute. So, wenn du am Controller bist, dann kannst du ja jetzt vielleicht auch zu dem Feuer in den Tiefen gehen. Ich weiß nicht, wo es ist. Keine Ahnung. Ich kann dich dirigieren, wenn du möchtest. Ja, mach das mal. Aber wäre es nicht besser, wenn ihr mir sowas wirklich sagt? Weil das ist doch scheiße. Ich hatte Robin vorher gefragt, ob wir dich dirigieren sollen. Robin war dagegen. Ich habe sein Vetorecht anerkannt. Mein Vetorecht. Ja. Ich finde, wir sollten Dark Souls spielen, wie es gehört. Ja, aber ihr habt's ja schon mal so gespielt und mir macht so keinen Spaß, wie es sich gehört. Also, what's the point? Nur Pluspunkte. Ja, toll. Erstens, wir können dich nerven. Und zweitens, es geht dir außerdem auf die Eier. Aber A, Moment. Dir gefällt es nicht. B, dir gefällt es nicht. Ja. Also A, es nervt dich. Ho! Wie ich den geparried hab. Nein. Das war ein Parry. Ja? Das war kein Parry. Der also ist einfach nur von deinem Schild zurückgebounced. Den gucken wir uns auf Video an. Er hat mich geschlagen. Ich habe die Taste gedrückt und er hat mich geschlagen und der Schlag hat mich getroffen. Was soll es sonst sein? Das war kein Parry. Du hast geblockt gerade. Wie blockt man denn mit dem Ding? Kann man nicht blocken. Hast du nicht gemacht. Du hast doch einfach geblockt gerade. Nein. Fick dich! Nein, hast du nicht. Ich habe LC gedrückt. Nein, du hast nicht gemacht. Du dummer Hurensohn. Ich hoffe, deine Freunde sind ein Feuer. Du machst dich gerade so lächerlich, weil auf dem Video ist ganz genau zu sehen, dass es gerade das nicht war. Jawohl, Leute. Ihr seht es. Ja. Ihr seht, wie Leo gerade seine Familie zu einem schmerzhaften Tod andämmt. Was? Ihr hört vor allem, wie Roman gerade mal wieder Scheiße labert. Super. Ich ergötze mich an meinem Wissen, dass ich recht habe. Ja, ja. Weil ich ja weiß, dass ich gerade diese Taste gedrückt habe. Ja, hast du aber nicht. Und ich habe auch das Geräusch gehört. Ja, nee. Ach, schön. Das Geräusch war einfach nicht da. Oh Gott, das wird so eine Ownage, ne? Das wird wie damals. Wie damals? Das wird wie damals, als Adolf Hitler... irgendwo Hitler gestorben ist. Als Adolf Hitler sich selbst getötet hat. So wird das. So wie damals. Du hast dich gerade medial... Den haben die nämlich auch gesagt. Der hat pariert. Selbst getötet. Genau. Der wollte auch seine Bullet parieren. Mit seinem Kopf. Hat auch geklappt. Oh Mann. Oh. Depfts. So. Jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Oh, guck mal, wie Robin die ganze Zeit pariert. Okay, so viel dazu. Ich würde das nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, noch nie in dem Spiel gemacht. Deswegen würde ich es nur sagen, wenn ich es auch weiß. Okay, ich glaub's dir. Dankeschön. Ich kann es jetzt noch nicht nachprüfen, aber ich glaub's dir. Okay. Es ist egal. Du hast schon mehrmals gesagt, dass du es mir nicht glaubst. Das heißt auch, wenn Robin! Jetzt nimm's doch einfach an. Oh, geil, guck mal. Wieso ist denn hier ein Zusammen? Ja, das ist ein Spieler. Der hat da sein Ding hingeschrieben. Und dann. Wie macht man denn nochmal... Ja. Oh, der ist jetzt voll Fame. Vielleicht ja, voll das, Fame. Vielleicht ist das gerade ein anderer Let's Player. Ich hoffe, das ist einer unserer Zuschauer. Genau, weil die wissen ja gerade, dass wir spielen. Wie soll ich das nochmal... permanent online um uns servicen. Soll ich das jetzt nochmal erklären, lieber Tom? Also wirklich. Mit der Zeitreise und so? Nee, ja, dass bitte. Sie im Voraus auch wissen müssen, dass wir gerade Dark Souls spielen. Und deswegen strategisch ihre Summon Science in der Spielwelt verteilen müssen. Lauter trinken, Tom, bitte. Lauter trinken. So. Er wird aber irgendwie nicht beschworen, also lass uns... Nee, das wird ja angezeigt, wenn das dauert nur. Siehst du? Und er ist Reckoning. Steht in seinem Namen, es muss stimmen. So.
Roll-RPG. Wie geht's denn hier nochmal runter? Hier. Und den heilst du jetzt, wenn du deine Flasche... Genau, der kann sich selbst nicht heilen, wenn du in einer anderen Welt bist. Ach, er kann sich nicht heilen? Nee, er wird nur geheilt, wenn ich mich heile. Deswegen muss ich halt auch seinen gegebenen Blick behalten. Also wie gesagt, Leo, du musst mir sagen... Du sollst nicht in das Loch fallen. Na, du musst erstmal prinzipiell in die... Achso, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Stimmt, ich falle sowieso nicht ins Loch, weil da dieser Charakter ist, den wir befreien können. Ah ja, genau. Oh, du Arschloch. Oh, du Arschloch. Sehr gut. Ja, die Butcher respawnt zum Glück nicht. Achso. Nee, also von hier weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Vom Drachen her kann ich dich gut zum Feuer dirigieren. Aber... Okay, da gehen wir nicht runter. Nee, komm hier hin, komm hier hin, komm hier hin. Ist hier Friendly Fire an? Nee. Okay. Oh Gott, das wäre ja... Das wäre wie bei Double Dragon Neon, wo man es einstellen aber kann. Aber man kann... Also vorhin hat ja ein NPC invaded, aber das kann man auch machen, ne? Man kann auch selbst invaden. Also jetzt gerade nicht, doch wir sind Mensch. Wenn man Mensch ist, kann man invaded werden. Und was hat man davon? Also wenn du invaded wirst, hast du in erster Linie nichts davon. Ist einfach nur quasi der Preis dafür, dass du menschlich bist. Also das lebt ja das Spiel. Ja, aber der Invadende muss ja... Das ist halt das PvP dieses Spiels. Also es gibt ja Leute, die spielen Dark Souls nur fürs PvP. Der kriegt, wenn er dich besiegt, kriegt er Seelen und Humanity. Genau, die bekommen sehr viel Seelen und Humanity halt. Wo kommen wir denn hier nochmal hin? Na, jetzt das ist der offizielle Weg runter in die Tiefen. Bekommen die Seelen basierend darauf, welches Level ihr habt? Das weiß ich nicht mehr. Bam, wow, darauf eingefallen. Wo ist der Typ hin? Hallo? Der kämpft wahrscheinlich gegen den Butcher, der da runtergesprungen ist, den du jetzt getriggert hast, weil Tom den vorher nicht getriggert hat. Würde ich schätzen. Fuck. Oh ja. Er hat ihn noch fast. Hallo Freund. Entschuldigung, ich war kurz mit Sterben beschäftigt. Kommst du halbtot wieder. Sack. Okay, den Typen, okay, der ist so ungeduldig, ich sehe das schon. Was? Der macht so. Dann schneller, dein wäre der Typ gewesen, aber den holen wir dann später. Greift er ihn an? Mhm. Ich kann da nichts gegen tun. Zum Bullshit. Stellen wir nicht. Kein Ergebnis, oder? Das sind ja nervige Viecher. Der ist schon etwas hochlevelig, oder? Weil den hat das jetzt kaum was abgezogen. Ja, aber der hat ein bisschen Rüstung, aber der macht nicht mehr Schaden als ich. Sieht voll toll aus, das Schild, was der hat. Überhaupt, ich will auch so leuchten. Tom hat Forderungen. Leuchtet. Sass, jetzt wir wurden vom Spieler invaded. Oh je. Oh fuck. Das bedeutet A, dass wir nicht mehr aus diesem Areal rauskommen, das wir den getötet haben. Aber zum Glück haben wir ja eine Hilfe. Und B, dass wir auf den Sack kriegen. Ha, sehr gut. Okay. Konnte der sehen, dass da zwei Leute sind? Nee, kann man nicht. Also vielleicht, wenn er nah genug an uns dran war. Aber warum hat er das dann so gemacht, wie er es jetzt gemacht hat? Keine Ahnung. Also was war da der Gedankengang? Ach, ich invade den mal. Ach nee, Kanalisation. Also Robin, das Feuer ist hinter dem Typen da hinten mit der Fackel. Ja, ich erinnere mich. Weil ich die Typen hier mal gefarmt habe. Ich würd durchlaufen, die sind ja langsam genug. Ja. Ja, durchsprinten. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich komme halt wieder, ich weiß. Weil die Typen droppen, haben eine relativ hohe Droprate für so ziemlich wertvolle Upgrade-Dinger. Und die muss ich mal farmen dafür. So, Feuer kann ich aber nutzen, weil wir eh gleich. Jesus Christ. Kannst du es wirklich? Jesus Christ! Ich bin ganz unangenehm, weil der Typ ist. So. Denkt, oh mein Gott, ist das unangenehm. Bei dem ist dir das unangenehm, aber die ganzen Leute, die uns hier zu gucken, nee, das ist egal, das oder was? Tatsächlich. Das ist nicht so unmittelbar für ja, die ja. Leute, die es auf YouTube brauchen. Ja, sie ist sehr sauer auf dich. Oh. Geil. Was hat denn der für einen geilen Helm? Na, den haben wir dir auch schon mal gezeigt. Den Zwiebelhelm. Komm, ey, jetzt haben wir zwei Summoned NPCs genau. Als Hilfe. Das sind keine NPCs. Stimmt, sind noch nicht NPCs. Können wir das für Robin sind alle anderen Menschen NPCs. Können wir das nicht anmachen, wenn ich Leute habe bei mir? Oh, das weiß ich nicht. Naja, schade drum dann halt nicht. Wir werden jetzt nicht sterben mit den zwei Typen. Nun. Komm zum Boss, beide aufs Spiel verlassen. Ja. Okay, warte mal kurz, bis der Typ kommt. Der hat aber twitchen. Komm, haben wir irgendwie. Komm, ich beschäftige ihn mit ein bisschen. Wo ist das Emote für Schlag auf den Hinterkopf? Also da würde ich ja eine Beleidigung drin sehen. Das war für mich Heil Hitler. Was? Come on.
Müsstest du vor seinem Gesicht machen. Okay, er scheint spontan nicht. Scheiß drauf. Summon failed. Oh, danke, dass du mir jetzt sagst. Vielleicht lag das daran, dass der noch gesummoned wurde, dass du da oben nicht ans Feuer konntest? Nee, woher bist du denn? Ja, weil. Du gehst jetzt nicht zum Dachen, ist dir klar. Nee, nicht klar, aber hier die droppen Humanities. Ja, die droppen Humanities, das stimmt. Okay, doch nicht. Wir haben nicht genug Humanities. Eine Großaxt. Also sind wir hier falsch, oder was? Wenn du zum Drachen willst, ja. Okay. Ja, dann kannst du jetzt doch nochmal kurz gucken. Hier, die Leiter runter. Oder nicht? Wo? Da, die. So. Ich hab keinen Bock drauf, hier runter zu gehen. Doch. Und durch die Tür. Weil wo lang sonst? Was? Open from this side. Fuck. Oh fuck, okay. Dann oh, ich muss das ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist mir so unangenehm vor dem Typen, ne? Wirklich. Ich fühle gerade, wenn ich der Typ wäre, würde ich mich so einfach ausrasten. Okay, ist dann, nicht jeder ja. So twitchy wie du, Robin. Aber der, du hast doch gesehen, wie nervös der war. Oh, mir juckt die Nase so krass, ne? Ja, Tom, du guckst. Juck mir doch mal kurz die Nase, wenn du dich schon guckst, Tom. Nee. Mit dem Fuß. Und ich sing dazu Careless Whisper. Mit deiner Zunge, Tom. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unangenehm es manchmal ist, in diesem Raum zu sitzen. Das ist. Ich glaube, die können sich das sehr gut vorstellen. Nee, nicht wirklich. Die können sich das so vorstellen, wie man sagt. Ich kann mir vorstellen, wie schlimm es ist, ein Kind zu verlieren, aber du kannst es nicht vorstellen, dass es passiert. Weißt du? Und das hier ist so schlimm, wie ein Kind zu verlieren. Oh Mann, wo? Wo ein Kind zu verlieren? Naja, zum Beispiel auf dem Spielplatz. Wo wir lang müssen. Ah, okay. Schon! Hier ging es runter irgendwo, ne? Oder? Ja. Ja, ja. Ja. Wenigstens droppt der Malian. Oder spawnt der Malian nicht. Typ, wo bist du? Ja, der die einfach mal nicht erschlägt. Wie so ein Super, kommen wir so runter. Ja. Hier kommen wir und retten dir. Was? Wo kam das her? Was hast du gerade gesagt? Hier kommen wir und retten dir. Ich bin das? Der Meinung, das ist von Code. Okay, wo sollten wir jetzt runter oder nicht? Wenn du zum Drachen willst, musst du irgendwo runter. Also ich bin so eine Grube runtergefallen. Oh nein, wir haben keine Feuerbälle mehr jetzt. Scheiße. Ja. Soll aber trotzdem versuchen. Es muss doch einen Weg geben, dann zu dem Feuer zu kommen von der anderen Seite. Ja, ja, aber die Tür, die wir gerade nicht geöffnet haben. Da, wo der Eingang zu dem Drachendingsbums ist, aber... Der Typ war das Weil du warst sehr nah an dem Feuer. Das Feuer ist sehr nah am Drachen. Eigentlich. Okay, willst du mal vorgehen hier? Okay, warte mal. Hä? Was willst du ihm jetzt sagen? Dass er vorgehen soll. Kann er vorgehen? Wave. Kann er nicht. Hm? Und da bravest du. Er winkt. Was will er mir damit sagen? Naja, okay. Der denkt sich echt, ich bin der Größte. Oh, okay. Zu Recht. Und oder nicht? Ich weiß es nicht, ob es das hier ist, aber... Was soll's? Gleich schubst er dich. Hier sind wir. Bist du so nett? Boah, der hat viel Schaden genommen. Jetzt wird der, hat er keine Curse Resistance, jetzt pass auf. Wir haben auch keine Curse Resistance. Wie toll sie aussehen. Wenn du dich da raushältst aus dem Zeug. Doch, wir haben Curse Resistance wegen unserer Rüstung. Achso, ja, stimmt, die hat ja ein bisschen höhere Resistance, vergesse ich immer. Also das Ding steigt normalerweise sofort nach oben. Was macht Curse? Tötet dich einfach. Nee, tötet dich nicht einfach. Es ist noch ein bisschen schlimmer. Ja. Ja. Curse ist der einzige Effekt, der mit dem Tod nicht endet in diesem Spiel. Negativer Statuseffekt, der halbiert nämlich deine HP. Achso, okay. Und dann brauchst du... Was? What is happening? Holy fuck. What shit. Is happening? Was ist das? Du dummes Arschlochspiel! Oh mein Gott. Ja, Wow, das war... What the fuck? Holy shit. Und wir sind cursed. Ja, das ist nicht schlecht. Mann. Das ist nicht schlecht. Das ist aber verkauft der... Das Gannett verkauft doch Anti-Curse-Dinger, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Ich glaube schon. Oh! Ich will spielen. Das war ja trippy. Ich will spielen. Renn mal zum Skelett. Am Ende... Ich kann nicht spielen, weil der Controller hier zu kurz ist. Am Ende des Kanals, weißt du? Ja, nimm. Achso, ja, hier. Weißt du, was ich meine? Der Händler? Ja, hier oben in dem Aquädukt. Oh, was für ein Fotzenspiel! Das war ja wirklich... Wir haben gerade 20.000 Seelen verloren, deswegen. Tja. Haben wir das? Ja, die beim Drachen waren. Ach so, die sind jetzt weg. Ja, und 8 Humanity, die du hattest, oder 10. Naja.
Wie ist denn das, wenn du stirbst, liegen die noch da und wenn du dann nochmal stirbst, ja, dann sind sie weg? Dann liegen was? Die da, wo du an der Tetze gestorben bist. Aber dann, wir hatten so, ja gerade nur... liegen nicht mehrere dann da? Nee. So. Sorry, lange nicht gespielt. Die Krux an den Curse ist mit der Hälfte der Energie, dass... Wir sind uns jetzt nicht ganz sicher. Es könnte sein, dass dieser Skeletttyp was verkauft, um das zu wegzumachen. Bin mir gerade aber nicht sicher. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man einen Gegenstand finden, den in dieses Kränennest legen, wo dann diese Stimme ist, dieses erinnerst du dich? Ja. Und der tauscht das dann gegen ein Item ein, was deinen Curse aufhebt. Okay. Und du hast Kacke, aber es gibt keine Möglichkeit zu wissen, was für ein Item das ist. Das ist für mich schlechtes Spieldesign. Ja, das hat mir auch nicht gefallen. Aber ich wurde vor allem gecursed. Ich sage kurz, Blighttown, der Baum danach, innerhalb dieses Gebiets wurde es gecursed. Und ich war dann unten in diesem Gebiet, also mit, und das war, da war ich kurz davor, das Spiel zu beenden. So. Oh. Aber das ist ja, also das war ja gerade einfach nur, Buggy ist hell. Dankbar, oder? Nee. Okay. Passiert das immer so, wenn jemand das Spiel verlässt? Nee. Das ist ja Pershing, so rumbackt. Da Pershing Stone. Wir brauchen bloß 5000 Seelen. Hamba. Nutz deine Items. Ja. Was? Nee, das war natürlich keine Absicht, dass das so passiert ist. Das war ein Bug. Nee, das war gerade... Das war ja übelst trippy. Ich dachte erst, wow, was ist das jetzt für ein Spieleffekt? Das ist ja cool. Warte, ich warte kurz, bis das wieder weg ist und bis wir was... Oh. Aber es war natürlich, es war so eine... Der hat wahrscheinlich nur gewartet, bis wir da hingehen. Hä? Wer? Was? Na, um das Spiel zu verlassen, damit er genau weiß. Der hat das Spiel nicht verlassen, der wurde ja getötet von den Viechern. Er wurde getötet? Ja. Und so. Deswegen hat unser Spiel rumgebackt? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja die Sache. Das müsste man im Nachhinein sich nochmal angucken. So. Also ich glaube, er war da einfach ganz normal und ist von den Viechern getötet worden, so wie wir auch. Ja. Okay, ja. Ich dachte, er hätte das Spiel verlassen und das hat irgendwie das... Nee, das Spiel hat er nicht verlassen. So. Nee, 6000. Ach, 6000, sorry. Schnauze. Das war eine sehr kostspielige Angelegenheit jetzt. dieses Abenteuer. Und das ist ja ärgerlich. Allerdings, aber that's fucking Dark Souls for you. Aber das mit den Curse, das kann doch nicht sein. Die können doch nicht so, also... Was kann nicht sein? Naja, wie du siehst, wer programmiert denn sowas rein? Aber er verkauft du, das ja. In Demon's Souls wurde dein Leben immer halbiert, wenn du gestorben bist. Also, hallo. Ja, aber da wusstest du ja dann auch, wie es wieder ganz wird. Ich meine, da kannst du, offensichtlich war es ja doch so, dass du bei diesem Typen das einfach kaufen konntest. Deswegen war es ja okay. Okay. Wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, wenn ich mich jetzt vertan hätte und das wäre tatsächlich nur so erlangbar, dass du das eintauschst gegen die Krähe. Das ja, aber genau gewesen. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Genau. Aber so ist es ja auch nicht. Genau. Nee, es gibt auch noch einen NPC, den ich entcursen kann, aber der ist in einem Areal, in dem wir noch nicht waren. Ist das nicht auch der Typ, der bei den Gargoyles da jetzt steht? In Tower? Nee, das ist Oswald von Karim. Ich meine den, der steht in... Oh Leute, ich muss mal kurz ein bisschen das Gesicht waschen, mir juckt die Nase zu sehr. Und zahlt die Leute mal ein bisschen. Okay, ich bleib doch hier. Jetzt geht er sich die Nase. Jetzt fasst er mir erstmal an den Controller. So. Und jetzt redet er noch, obwohl er nicht mehr im Mikro ist. Ja. So ist er. Ach Gott. Ja, tut mir leid, dass ihr jetzt meine Suckage hier sehen müsst. Läuft doch noch. Oh Mann. Aber dann, was ist jetzt der Plan? Zum Lagerfeuer und... Sozusagen? Direkt zum Drachen. Jetzt müsste man halt nochmal das Glück haben, dass man jemanden summonen kann. Naja, nee. Also ich werde jetzt erstmal keine Leute summonen. Oder Feuerbälle dann einfach. Weil ihr meintet ja, der ist da irgendwie leichter dann. Ich weiß es nicht. Ich habe den nicht mit Feuerbällen bekämpft damals. Ich hatte allerdings eine Waffe, die ein bisschen mehr Schaden gemacht hat. Okay. So, aber ich, vor allem habe ich eine saumäßige Orientierung und weiß schon wieder nicht, wo ich lang muss. Warte, ich mach schon rum. Kiss dich, Leo. Ja, egal. Eventuelle Nebengeräusche entstehen jetzt dadurch, dass das Fenster gerade geöffnet wurde. So Leute, ihr müsst jetzt bitte, wo die beiden alleine waren, Kommentare hinterlassen, wie toll das war, damit Leo bleibt, damit er uns nicht verlässt. Das wollt ihr doch nur, dass ich euch verlasse. Nein, Leo. Doch. Leo. Du Sonnenblume meiner Träume. What? Hier ist manchmal eine Scheiße zusammen. Das ist unglaublich, Alter.
Euer epischer Kampf gegen den Hund, den ich verliere. Oh, guck dir den an, wie er durch die Gegend springt. Ich hasse diesen Bastard. Die beste Verabschiedung von Olli Schulz war, fühle dich mit heißem Tee übergossen. Das fand ich super.